Herzlich willkommen im Keller. Es ist mal Zeit für eine Buchbesprechung. Eigentlich zwei, aber das ist ein anderes Video. Nämlich habe ich inzwischen gelesen Draußen schlafen von Markus Kellenberger. Ich hoffe nicht verklagt zu werden, weil ich das theoretisch durchaus urheberrechtlich geschützte Cover dieses Buches in die Kamera halte, weil ich habe eigentlich nur Positives zu sagen und deswegen wäre strategisch ungünstig, mich zu verklagen und hoffe, dass ich jetzt damit durchkomme. Möchte euch schnell den Klappentext vorlesen. Nächte unter dem Sternenhimmel. Die Nacht allein zu zweit oder als Familie am Waldrand auf einer Lichtung am Bach oder See zu verbringen, ist ein Ausbruch aus dem Alltag, ein kleines Abenteuer, das oft wundersame Erfahrungen und tiefe Einsichten beschert. Das können wir ja alle bestätigen, die wir das schon mal gemacht haben, ne? Dieses Buch bietet auf unterhaltsame Art alle praktischen Informationen zum draußen Übernachten. Was ist in den verschiedenen Ländern Europas erlaubt und was verboten, worauf ist bei der Platzwahl zu achten, welche Ausrüstung ist zu empfehlen. Einfache Anleitungen zeigen, wie man sich in wenigen Minuten einen simplen, aber zweckmäßigen Unterschlupf baut und wie man ein Lagerfeuer anlegt, wie man sich bei Wind, Regen oder Kälte verhält, wie man Bären oder neugierige Kühe verscheucht und sich mit einem selbst hergestellten Antimückenmittel schützen kann. Ein Buch für alle, die ihre Matratze hin und wieder gegen ein Bett unter dem Sternenhimmel eintauschen möchten. So, und jetzt ist es schon ein bisschen her, dass ich das Ding gelesen habe und stelle gerade fest, dass ich mich nicht mehr erinnere, was da bitte zu einem selbstgemachten Antimückenmittel drin stand. Und deswegen gibt es auch gleich den ersten Schnitt, weil das muss ich jetzt kurz nachlesen. Okay, finde ich jetzt nicht. Steht so zumindest mal nicht im Inhaltsverzeichnis. Und mit dem Register habe ich es jetzt auch nicht sofort gefunden, dass das da drin steht. Ich vermute mal schon, aber dass irgendwas in diesbezüglicher Richtung da drin stand. Wie gesagt, es ist ja schon ein Weilchen her, dass ich das gelesen habe. Und deswegen muss ich, um euch was zu erzählen, auch mal kurz ins Inhaltsverzeichnis gucken. Aber folgendes. Was macht dieses Buch richtig, was viele andere Bücher falsch machen? Es versucht gar nicht erst, die eierlegende Wollmilchsau zu sein. Weil das ist so mein persönliches Dilemma mit vielen Outdoor-, Survival- und was auch immer Bücherchen. Also das hier würde ich jetzt eher in den Bereich der Outdoor-Bücher, nicht unbedingt der Survival-Bücher packen. Da ist, glaube ich, der Autor mit mir auch durchaus konform in dieser Meinung. Jedenfalls haben die alle das Problem, dass sie zumindest versuchen, alles abzudecken, was es überhaupt abzudecken gibt. So. Und teilweise haben sie dann zusätzlich noch das Problem, dass sie auf dem Klappentext oder auf dem Einband stehen haben, sie wären der ultimative, der allumfassende Praxisführer und würde alles drinstehen, was du in irgendeiner Form zum Überleben jemals brauchen wirst. So. Und diesen Anspruch kann ein Buch, wenn es nicht so fett ist, ohnehin nicht gerecht werden. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, dann ist es ja nicht schlimm, wenn das so draufsteht, weil das glaubt ja eh keiner und das ist ja jedem klar. Und das halte ich halt eben für falsch und deswegen habe ich eine gewisse Verachtung übrig, wenn man sich als Autor vom Verlag so einen Scheiß draufschreiben lässt, wie enthält alles, was man wissen muss und so ein Kram. Also ich persönlich, ja, das ist mir ein großer Dorn, der mir da im Fleische steckt, wenn ich sowas schon lese. Sollte irgendwann mal mein zu schreibendes Werk fertig werden, dann wird da sowas jedenfalls nicht drinstehen, beziehungsweise draufstehen. Drin steht natürlich trotzdem alles, was man wissen muss. Aber es steht nicht außen drauf, sodass, falls jemand was findet, was da nicht drin steht, ich wenigstens behaupten kann, dass es nicht außen drauf gestanden hat. Ne? Also, dieses Genörgel meiner Person bitte nicht allzu ernst nehmen, aber es ist wirklich was mir auffällt, was mich nervt. Und es ist auch was man bemerken kann, wenn man mal in die Amazon-Rezensionen von diversen Survival-Büchern reinschaut, sucht euch irgendeins aus, ihr werdet immer mindestens eine Rezension finden, die so ungefähr so klingt wie, oh, das weiß ich ja alles schon, oh, alles viel zu oberflächlich und die und die und die und die und sel und jene Technik fehlen noch. So, weil es ist halt, wie gesagt, nicht möglich, in einem Buch dieses Formats oder einem ähnlichen Format, dazu kommen wir später, alles, was man zur Thematik Leben draußen wissen muss,
reinzuschreiben. Und wenn man es dann noch detailliert machen möchte, dann geht es erst recht nicht. So, und das ist jetzt ein Beispiel, dieses Buch, für jemanden, der dieses Prinzip begriffen hat. Denn es ist ein kompaktes, eingeschränktes Thema. Das Ding will gar nicht alles erklären, sondern nur eine Sache, in Anführungszeichen, und die dann dafür ausführlich. Herzlichen Dank dafür, und das funktioniert auch ganz hervorragend, denn wir haben hier nämlich wirklich ungefähr das, was in diesem Fall sogar der Klappentext verspricht. Das ist ja auch ein seltenes Phänomen, dass da wirklich nämlich in einer schönen Ausführlichkeit genau so ziemlich wirklich fast alles drinsteht, was man wissen möchte, sollte. Wenn man einfach mal nur eine Nacht draußen pennen möchte. So, und damit haben wir auch die Zielgruppe dieses Buchs. Das ist auf jeden Fall selbstverständlich dann für Einsteiger. Ja, wer schon wochenlang in der Wildnis rumgetrampt oder gewandert oder mit dem Kanu gefahren ist oder sonst was, das schon wochenlang gemacht hat, der wird jetzt nicht mehr eine Anleitung brauchen, wie man sich denn einfach nur draußen hinlegt, um da zu pennen. Mir hat die Lektüre trotzdem Spaß gemacht und ich finde dieses Buch deswegen gerade auch so lesenswert, weil der Autor erstens sehr viele praktische Beispiele, also eigene Erfahrungen, einfließen lässt und hat offensichtlich gefühlte 6000 Nächte schon draußen geschlafen. Also das kommt auch glaubwürdig rüber, vor allen Dingen. Ne? Jeder kann ja behaupten, er hätte schon 6823 Nächte draußen gepennt. Hab ich nicht übrigens. Aber hier, dem glaube ich es einfach, dass er wirklich genau weiß, wovon er spricht und wirklich schon viele, viele, viele Nächte eben entsprechend draußen verbracht hat. Es gibt zwei schöne gezeichnete Wildschweine hinten drauf. Wildschweine werden auch erwähnt, auch sehr korrekt meiner Meinung nach. Selbstverständlich kann man dieses Thema auch abendfüllend in vielen Videos diskutieren und in einem Buch entsprechend viele Seiten dazu schreiben oder auch gleich so ein ganzes dickes Buch nur über Wildschweine schreiben. Das geht auch noch. Aber für das Ziel dieses Buches, einfach nur jemandem quasi zu erklären, was er machen muss, wenn er mal eine Nacht draußen pennen will, das wird definitiv erreicht und das finde ich sehr gut gemacht. So, und ein paar besondere Highlights sind meiner Meinung nach, ist nur eine Kleinigkeit, aber ich finde schön, wie sich der Autor so auf eine durchaus freundliche Art und Weise über den übertrieben viel Gier für eine Waldübernachtung mitschleppenden Bushcrafter lustig macht. Also es ist ja auch angemessen, man darf da schon ein bisschen drüber schmunzeln. Ich mache das trotzdem hin und wieder auch mal ganz gerne so. Kann aber verstehen, dass man dann entsprechend ein bisschen drüber schmunzeln muss. Erfreulicherweise untertreibt das aber auch nicht mit dem mitzunehmenden Krempel. Allerdings ist es ja wirklich gedacht für eine Nacht im Wald. Was braucht man da? Ein belegtes Brot. Abend gegessen hat man schon, man geht wirklich abends los, dann brauchst du eine Isomatte, einen Schlafsack, wenn es nicht regnen wird, dann brauchst du noch nicht mal irgendwas zum drüberlegen, nimmst noch vielleicht noch eine dicke Jacke mit und wenn du Luxusschläfer bist, hast du halt noch ein kleines Kissen vielleicht und das passt alles in einen kleinen Rucksack, sofern es jetzt eben ein Sommerschlafsack ist und hier wird nur von Übernachtungen im Frühling, Sommer, Herbst und ohne Winter ausgegangen, also nichts Extremes, sondern wirklich sehr moderate Dinge. Und was ich auch prima finde, er macht auch keinen Hehl daraus, dass das keine Heldentat noch und nöcher ist, wenn man mal eine Nacht draußen gepennt hat. Aber so ein Mikroabenteuer, so ein kleines bisschen Mut gehört schon dazu und das ist ja auch richtig. Ne? Und ja, was mir also sehr gut gefällt, erstens mal eben diese kleine, auch dieses, der Humor ist auch schön, der Humor ist auch schön. Zwei Mann, sechs Worte oder was kommt da irgendwo drin vor, bezogen auf einen Dialog, der mal stattgefunden hat, als er dann mal wirklich von einem scheinbar Autoritätsträger beim draußen Pennen aufgefunden wurde und, oder vielleicht waren es auch 10 Worte, jedenfalls war das der komplette Dialog und danach war schon alles klar und jeder ist wieder seiner Wege gegangen. Ich will auch nicht zu viel spoilern. Also das sind so kleine Erfahrungsberichte, die mir wirklich gut gefallen haben. Und prima, gerade für mich natürlich interessant, ist die Rechtsberatung, weil da nämlich das Draußenschlafen sämtlicher gängigen, auch nur ansatzweise als Urlaubland in Frage kommenden europäischen Länder besprochen wird. Einzig bei der rechtlichen Situation hätte ich noch eine Kleinigkeit, die ich noch
interessant gefunden hätte, die zugegebenermaßen nicht zwingend erforderlich ist, aber ich hätte es noch schön gefunden, wenn man in der Schweiz noch nach Kanton unterschieden hätte. Da gibt es nämlich zum Teil, soweit ich weiß, sehr wohl etwas gravierendere Unterschiede. Das wäre noch schön gewesen, aber sonst ist das rechtlich wirklich, wirklich gut gemacht. Und zwar wird unterschieden in, was ist verboten, was wird toleriert und was ist erlaubt. Also diese rechtliche Grauzone, die beim Draußenschlafen so ziemlich in allen Ländern Europas offensichtlich eine große Rolle spielt, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, das habe ich jetzt hier zum ersten Mal erfahren. Ich kenne die deutsche Situation, ich weiß auch noch grob, wie es in der Schweiz und in Österreich aussieht und dass man in Schweden und Norwegen und Schottland auch wild zelten darf. Und dann war es das aber auch. Und deshalb habe ich diesbezüglich hier wirklich auch noch ein bisschen was dazugelernt, obwohl ich eben gedacht habe, mich mit der Situation schon ganz gut auszukennen. Man setzt sich halt dann doch nicht mit jedem, fast nahezu jedem europäischen Land da intensiver auseinander diesbezüglich. Und das ist auf jeden Fall schön. Wildtiere mit Respekt behandeln, auch generell einfach der Umgang mit der Natur, dass es nicht um ein stationäres Lager handelt und die Leave No Trace Philosophie hat er auch verinnerlicht. Weiß nicht, ob das so in diesem Wortlaut hier auch irgendwo steht. Auch was Schönes, darf ich glaube ich auch mal in die Kamera halten, was vielen Leuten sicher so nicht bewusst ist und was gerade bei Übernachtungen im Alpenraum oder im Almraum durchaus wichtig ist, ist, dass so eine Kuh, so eine Almkuh durchaus nicht ganz ungefährlich ist. Also das sollte man auch im Hinterkopf behalten und das wird hier auch wunderbar beschrieben und auch generell, wie sich Kühe so verhalten, das kann ich auch absolut nur bestätigen, wie man sich Kühen gegenüber verhalten sollte, so ein paar Insekten, ein paar kuriose Beispiele, ein paar übliche Beispiele, auch das mit den Zecken ist korrekt recherchiert. Stürme und Donnergrollen und all so ein Kram, einfache Regel, dann halt eben nicht rausgehen, ist ja auch vollkommen korrekt und wirklich viele schöne Dinge drin bei der Ausrüstung. Klar, Ausrüstung, das wissen wir alle, da hat jeder seine eigene Meinung zu, da weiß jeder, offensichtlich, der sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, dann plötzlich alles besser als die anderen. Geht uns ja allen irgendwie so ein bisschen so, wenn wir uns halt schon etwas länger mit der Thematik beschäftigen. Und deswegen habe ich hier auch so ein paar Dinge, die ich jetzt persönlich nicht ganz nachvollziehen kann. Und ich bin auch der Meinung, dass man vielleicht nicht unbedingt 100 Euro für einen Schlafsack, wenn man ein Anfänger ist, ausgeben muss, weil so ein gebrauchten Militärschlafsack, gut, der zugegebenerweise etwas voluminös ist, aber man kann den schon mal für ein paar Nächte in den Wald mitschleppen, insbesondere wenn man mit dem ganzen Geraffel nicht weit läuft. Und der ist halt schon für, weiß ich nicht, 30 Euro zu haben. Teilweise sogar noch billiger. Reicht für den Sommer und den gediegeneren Herbst bzw. Frühling, der halt auch eben entsprechende Temperaturen hat. Nicht ein Winter, der in den Frühling reinragt, sondern ein richtiger Frühling, reicht dann das auch aus. Und was Isomatten angeht, das ist auch so eine Sache, die mir deswegen aufgefallen ist, weil ich das Buch gelesen hatte, als ich gerade mein Isomatten-Video gemacht habe. Ist schon ein bisschen Weilchen her jetzt wieder. Das war quasi Weihnachtsliteratur. Da meint er irgendwie, dass eine 2 cm Schaum, Festschaum-Isomatte, die er irgendwie anders nennt, allerdings auch nicht für den Winter reichen würde, beziehungsweise nur bis Temperaturen von 5 Grad oder irgend sowas in der Richtung. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel unterstellen, was da am Ende gar nicht steht. So interessant ist jetzt aber, dass eine 2 cm Evazote-Matte irgendeinen R-Wert jenseits von Gut und Böse hat und bis minus 24 oder sonst was laut den Datenblättern, die man da diesbezüglich angucken kann, eben reicht. Also das ist schon eine Diskrepanz zwischen 5 Grad und minus 24. Und ich bin geneigt, nach meinen Erfahrungen wirklich zu bestätigen, dass man mit einer 2 cm dicken Festschaum-Isomatte so ziemlich bei jeder Temperatur draußen pennen kann. Das ist allerdings, das muss einem klar sein, auch so eine Wurst, die man da durch die Gegend schleppt. Also, vielleicht meint er ja irgendeine günstige Isomatte, die nicht aus Evazote, sondern aus irgendeinem anderen schrottigen Schaum ist. Also so eine Gymnastikmattenverschnitt oder irgendwie sowas. Das sind so winzige Kleinigkeiten, die mir da diesbezüglich aufgefallen sind. Aber groß was zu nörgeln habe ich nicht. Bisschen, ganz kleines bisschen Orientierung ist drin. Eben auch ganz viel richtiges Verhalten. Bisschen Orientierung im Gelände wird angesprochen und viel
Und das finde ich auch schön, einfach zur Wahl des richtigen Lagerplatzes, zu wie man sich jetzt ein möglichst schönes Bettchen baut und natürlich auch so Sachen wie Laub aufhäufen, Löcher dann, wenn man einen Stein im Rücken hat, dann nimmst du den Stein halt weg, dann packst du halt Laub in das entsprechende Loch. Und eine Sache, die ich lange, lange gebraucht habe, um mir das einzuprägen und mich daran zu gewöhnen, das jedes Mal zu machen, wird hier auch beschrieben. Ich habe es bei Learning by Doing eben gelernt. Hätte ich das vorher gelesen, wäre ich vielleicht schon früher auf die Idee gekommen. Hat wirklich ein paar Jährchen gedauert. Manchmal sind so ganz simple Sachen, auf die man einfach nicht kommt. Nämlich, bevor man irgendwo seine Isomatte hinlegt oder gegebenenfalls noch einen Tarp drüber baut, sollte man da erstmal vorher Probe gelegen haben. Sonst kann es einem nämlich passieren, dass man dann genau seinen Tarp quasi über einen Haufen Steine, die man nicht gesehen hat, oder irgendwelche Unebenheiten im Boden, die nur zu bemerken sind, wenn man wirklich drauf liegt, eben da dann sein Lager drüber errichtet und dann quasi nochmal umziehen darf. Also erst Probe liegen, dann Lager aufbauen. Das, wie gesagt, das habe ich auch schon festgestellt und das steht hier auch drin. Ja, also viele schöne Kleinigkeiten, schöne Details und ein großer Punkt, weshalb macht es Sinn, sich eventuell dieses Büchlein zuzulegen, wenn man da dann Lust drauf hat, beziehungsweise für wen macht das Sinn? Ja, für den Geneigten, denjenigen, der noch ein bisschen Schwierigkeiten hat mit dem draußen Pennen. Also der vielleicht so jetzt schon mal in den Wald gegangen ist, da vielleicht hoffentlich auch viele tolle Dinge, die ich ihm erklärt habe, bemerkt hat. Und jetzt halt eben die erste Nacht draußen ansteht und das führt noch ein wenig zu Schwierigkeiten. Und man tut sich da ein wenig schwer, weil was hier wirklich auch noch, also meiner Meinung nach so das Hauptargument für den Kauf dieses Buches ist aus meiner Sicht definitiv auch die gute Motivation, die da entsteht. Man bekommt richtig Lust nach der Lektüre dieses Buches jetzt mal einfach eine Nacht draußen zu pennen, ne? Und also das klappt schon gut und genau wenn es daran eben und für Leute, bei denen es daran halt eben genau hapert, dass sie halt eben es noch nicht so ganz auf die Reihe kriegen, jetzt wirklich diesen Schritt, der ja auch durchaus Überwindung und Mut kostet, und das ist auch richtig so und ist auch durchaus nachvollziehbar, diesen Schritt jetzt halt wirklich zu wagen und dafür noch ein bisschen externe Motivation brauchen. So. Und dann bietet sich eben dieses Buch an und ja, ist meiner Meinung nach durchaus schön. Aber dass das Missverständnis gar nicht aufkommt, das ist kein Survival-Ratgeber oder sonst was. Es geht darum, rauszugehen, eine Nacht draußen zu schlafen und wieder nach Hause zu gehen. Darum geht's. Nicht mehr und nicht weniger. Also irgendwelche Tipps zur großartigen Wasseraufbereitung werdet ihr da drin dann eben beispielsweise nicht finden. Also zumindest nicht sehr viel, wenn überhaupt dann ein paar Sätze. Ich weiß nicht mehr, ob was drin stand. Weil, nimm halt eben in Gottes Namen ein bisschen Wasser mit. Es geht um eine Nacht. Also, ne? Das ist so nochmal, damit da ja keine Verwirrung aufkommt. Also draußen schlafen vom Markus Kellenberger ist ein schönes Anfängerbüchlein für denjenigen, der eben genau das lernen möchte, wie man draußen pennt. Alles tippitoppi.